Und damit ein herzliches Moin Moin und Hallo, ich bin's wieder, der Bansola Gaming. Und ich begrüße euch zu meinem Let's Play von Freedom Planet 2 auf der Xbox Series X. Ja, seit dem 4.4.2024 könnt ihr Freedom Planet euch auf der Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie der Nintendo Switch kaufen. Hat auch extrem lang gedauert, aber es hat auch einen guten Grund. Gab halt sehr viele Probleme und ich habe mir dann so gedacht, ach weißt du, dann zockt man halt wohl ein bisschen die PC-Version oder auch nicht. Und ja, da sollten sie sich lieber viel Zeit nehmen und das Spiel halt bestens optimieren, bevor das ein fettes Desaster wird. Gut, Freedom Planet 2, der Nachfolger des beliebten Indie-Titels Freedom Planet, setzt in diesem Teil seine Geschichte fort. 3 Jahre sind vergangen, nachdem Brevin ja gestürzt wurde und der Kingdom Stone in mehreren Stücken zerbrach und endlich Frieden auf dem Planeten Avalis herrscht. Ja, nur dass der Kingdom Stone jetzt natürlich zerstört ist oder beziehungsweise sich irgendwie in Staub verwandelt hat. Ich hatte ja gesagt, gerade Stücke. Der war nicht nur für die Energiequelle zuständig des gesamten Planeten, sondern auch noch für gewisse andere Dinge oder für zumindest eine gewisse andere Sache. Und das werden wir in der Story erfahren. Natürlich werde ich hier wieder sämtliche Charaktere durchspielen, oder was heißt wieder, ich habe bei Freedom Planet 1 noch nicht die Carol und die Mila Story gezockt. Das werde ich natürlich irgendwann im Laufe der Zeit noch nachholen, vielleicht in Form eines Longplays oder Livestream, mal schauen. Ich werde da vielleicht mal eine Umfrage starten. Ja, bei Freedom Planet 2 wird es natürlich nicht 3 spielbare Charaktere geben, sondern gleich sogar einen 4. spielbaren Charakter. War im ersten Teil ein Side-Character, beziehungsweise, naja, NPCs gab es ja nicht in dem Spiel, sondern nur Side-Chars. Und das ist einmal Neera. Das Panda-Mädel aus Teil 1, diese Wächterin. Die ist hier in Freedom Planet spielbar. Tatsächlich auch ein bisschen tricky zu steuern. Aber wir zocken natürlich mit Lilac, der Drache. Und ja, ihr seht schon, es ist eingedeutscht, das Spiel für die Konsolen. Und jeder dieser Chars hat unter anderem auch seine Eigenschaften bzw. Typ. Zum Beispiel hat Lilac den Tempo-Typ oder Speed, wie man es halt aus den Sonic-Spielen kennt. Carol ist Raufbold oder in Englischen Brawler. Mila, Erkunder oder keine Ahnung, wie das jetzt in Englischen heißt. Neera ist Macht. Gut, gucken wir uns einfach mal kurz die Fähigkeiten an, die hier noch vorgegeben sind. Und zwar mit den A-Knopf den Drachen zu klonen, die Haarpeitsche mit X, den Drachenboost mit B, die Schutz- und Teleportsprung mit Y. Ach so, und übrigens, Freedom Planet 2 ist unter anderem das erste Spiel von Galaxy Trail, was seinen Weg auf die Xbox gefunden hat. Freedom Planet 1 sollte ja ursprünglich ja auch für sämtliche Plattformen rauskommen. Allerdings hat man Freedom Planet 1 nicht mehr für die Xbox rausgebracht. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, dass das noch nachgereicht wird. Weil es ist irgendwie ein bisschen schade, dass dieses Game ja ziemlich schnell in Vergessenheit geraten ist. Also der erste Teil zumindest. Auch der zweite Teil ist ja krass in Vergessenheit geraten. Also gerade bei Xbox. Also es ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Game, kann ich euch sagen. 25 Euro kostet euch der Spaß. Allerdings ist die Switch-Version, ja, die hat so ein paar Framerate-Probleme und Ladezeiten. Ich würde euch auf jeden Fall auch raten, auf die Konsolen zu gehen. Ja, obwohl wer halt nur eine Switch besitzt, ja, okay, diese Paruckler sollten wahrscheinlich eigentlich nicht stören. Ne? Guti, dann starten wir mal los. Es gibt nämlich auf jeden Fall sehr viele Cutscenes und glücklicherweise hat man die Dialoge zum Glück nicht mehr mit einem Button. Also man muss die nicht unbedingt mit einem Button mehr skippen,
man kann jetzt einfach durchlaufen lassen. Das ist viel, viel besser als jetzt versehentlich, wie man mein Freedom Planet Let's Play, einen Dialog zu überspringen. So, genug gelabert, starten wir durch. Let's go. Ach so, ja. Wir haben unter anderem auch noch eine ziemliche Neuheit. Und zwar nämlich können wir Items ausrüsten. Und je nachdem, wie viele Items wir ausgerüstet haben, leidet der Rang darunter. Ich würde sagen, da ja Freedom Planet ein ziemlich knackiges Spiel ist, also vor allen Dingen an der Gegnermenge, und dass du da gefühlt alle paar Male einen auf die Schnauze kriegst, würde ich sagen, wir spielen das auf ganz gemütlich. Autoschutz, kostenlose Wiederbelebung, günstiges Fortsetzen. Den Autoschutz würde ich deaktivieren, aber günstiges Fortsetzen würde ich drin lassen, weil ich sag mal so, man ist echt schnell Game Over. Ich habe es mal einmal probiert und dann habe ich es sein gelassen. Also, no hate für Easy Mode, okay? Wie gesagt, ich bin einer, der zockt gerne aus Spaß und einer Freude. So. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, eine Umfrage starten auf meinem Kanal, ob ich noch die anderen Charaktere zocken soll oder nicht, je nachdem, ne? Weil die Level sind natürlich alle gleich, nur es gibt halt sehr, sehr viele unterschiedliche Cutscenes, ne? Obwohl eigentlich wegen den Cutscenes wäre, ich glaube, das wäre nicht so sinnvoll, oder? Lass es mich einfach mal in den Kommentaren wissen, ne? Jo, dann starten wir mal los. Nö, brauchen wir nicht. Drei Jahre später in Tal Nordosten. Ja, ich konnte das nicht lesen. Ich musste gerade mein Mikrofon entstummen. Oh, was ist denn da los? Vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, wie lange war das Spiel bitte eigentlich in Entwicklung? Ich meine, die erste Demo-Version, die kam Anfang 2016 raus. Und und dann auch noch in vielen Versionen, vor allen Dingen das erste und einzige Level, was du halt zocken konntest, war halt das Drachental oder Dragon Valley. Und ich meine, ey, schaut euch mal das Level an, das sieht sau geil aus, ne, im Vergleich zum ersten Teil. Die Pixel sind deutlich verfeinerter, die Charaktermodelle wurden ebenfalls geändert und auch unter anderem das Movement wurde viel, viel, also sehr krass verbessert. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist sehr... Und die Steuerung ist auch deutlich flüssiger als im ersten Teil, finde ich. Also es ist einiges hier verbessert worden. Und außerdem hatte ich ja noch gesagt gehabt, wegen das Thema NPCs. Also es gibt hier eine richtige Hub-Welt. Oder mehr gesagt, so eine World Map von Everliss. Und ihr könnt... Ja, sogenannte Hub-Areas betreten. Das sind dann jetzt zum Beispiel Städte oder andere kleine Gebiete. Könnt ihr euch mit NPCs unterhalten oder auch Items kaufen, wie auch immer. Also es gibt hier auch sehr, sehr viel zu tun tatsächlich in diesem Spiel. Aber nochmal zurück zur Entwicklungszeit, ne? Die hat echt extrem gedauert und es ist erst nach... Boah, wann kam Freedom Planet nochmal ursprünglich für PC raus? Ich glaube 2022? Und sollte Sommer... Ja genau, September. Ich glaube September oder Oktober. Oktober vor allen Dingen. Oktober 22 sollte Freedom Planet... oder ist Freedom Planet für PC rausgekommen. Und dann sollte Sommer 23 Freedom Planet für sämtliche Konsolen rauskommen. Hat sich allerdings, wie ich schon anfangs gesagt habe, verzögert. Wegen... Ja, wahrscheinlich Entwicklungs-
Verzögerung oder finanzielle Probleme. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich höre mich da eigentlich nicht so um. Ich habe nur dann mitgekriegt, okay, Freedom Planet 2 wird verschoben. Okay, sollen sie sich Zeit nehmen. Gibt bestimmt ein paar Probleme mit der Entwicklung oder so. Oder mit der Portierung. Ne? Ja, unter anderem, wir können hier auch ein paar Goodies sammeln. Wie zum Beispiel diese Schallplatte. Oder das Vinyl. Oder den Vinyl, wie auch immer. Deutsch. Und neben diese Dinger können wir auch noch solche Mutsteine sammeln. Das sind Items, die wir ausrüsten können, um halt am Ende des Levels einen besseren Rang zu bekommen. Also ist schon wirklich richtig Sonic-like gemacht jetzt das Spiel. Also mit den Rängen, also mit wie viel Zeit du in ein Level gebraucht hast, wie viel Kristalle du gesammelt hast, ob du Schaden genommen hast. Ja, es gibt sogar einen No-Damage-Bonus. Oder wie viele Items du halt benutzt hast. Ja gut, mit dem Unterschied, dass es zu bei Sonic keine Level-Items gibt. Außer halt Fähigkeiten. Und manche dieser Items, wie gesagt, das sind dann diese sogenannten Mutsteine. Das sind so Challenges, die ihr da habt. Und dann könnt ihr, wie gesagt, euren Rang halt verbessern. Ne, es gibt zum Beispiel auch einen Mutstein, der euch nach einem Treffer abkacken lässt, aber das ist dann unter den Hardcore-Gamern, sag ich mal, das Beste, sag ich jetzt mal. Unter den Hardcore-Gamern hier. Die das Spiel richtig krass suchten. Das Highlight des Spiels, sage ich jetzt mal. Ich liebe Freedom Planet, das ist so ein geiles Spiel. Auch dieser Pixel-Look ist einfach mega. Ich liebe solche Spiele mit Pixel-Look. Achso. Da haben wir schon mal einen Mutstein. Ich werde euch nach diesem Level euch den Effekt dann vorlesen, welcher der hat. Achso, was ich ja vergessen hatte ja noch zu erwähnen. Freedom Planet an sich war ja ursprünglich ja mal ein Sonic-Fangame gewesen. Und von einem Fangame ist es dann zu einem eigenen Spiel geworden. Mit Story, richtig coolen Charakteren und so weiter und so fort. Und wie gesagt, dass das Spiel dann noch einen Nachfolger bekam, das wurde ja 2015, glaube ich, angekündigt. Freedom Planet 2. 2016, wie gesagt, kam dann ja die erste Demo raus. Und ja, erst nach, boah, wenn man mal überlegt, 6 Jahre nach dem Release der ersten Demo ist Freedom Planet endgültig vollständig rausgekommen. Muss man sich mal auf den Kopf zergehen lassen, ey. Das ist krass. Oh, cool. Sind wir da mal durchgekommen. Ach so, ja, und habe ich auch vergessen zu erwähnen. Diese Kristalle sind im Grunde genommen fast wie die Ringe bei Sonic, ne? Ist halt so ein simples Collectible. Nur mit dem Unterschied, dass man die durch Schaden nicht verliert. Dafür haben wir ja oben links diese Lebensleiste und darunter den Energiebalken, also den Ability-Balken. Zum Beispiel jetzt hier für den Drachenboost. Und ja, die Leben sind ja diese komischen roten Dinger da oder auch genannt Blüten. Wenn wir die alle verlieren und keine mehr haben, sterben wir. So. Dann gibt es natürlich noch diese komischen quadratischen Teile, die ihr gesehen hattet, diese orange leuchtenden, das sind, ist Gold. Mit diesen Goldstücken können wir spezielle Items kaufen. Und die sind auch sehr, sehr wichtig. Gerade für das Museum, was man dann später hat. Also man kann sogar ein Museum vervollständigen, das werden wir natürlich aber nicht machen im Let's Play. Weil das würde halt echt zu krass sein. Also ich würde dann, wie gesagt, dann in Form von Livestreams dann die anderen Chars zocken. Also mit Freedom Planet 1 werde ich wahrscheinlich dann noch in später des Jahres nochmal durchstarten. Mit einem anderen Char. Wie gesagt, Umfrage ist dann auf meinem Kanal. Entweder Longplay oder ein Livestream. Der wird dann auch komplett durchgezockt. Nur wenn es ein Longplay werden sollte, dann wird es nicht kommentiert. Definitiv nicht. Oh, Abzeichen freigeschaltet. Nice. Ja,
Auch die Animationen sind hier deutlich geiler geworden in Freedom Planet 2. Ja, ihr seht es ja auch schon hier im Screen, in diesem Level geschafft Screen, nenne ich das jetzt mal, in den Results Screen. Die Items bringen leider nur 30%, hätte ich jetzt keine drin gehabt und auch No Damage gehabt, dann hätte ich jetzt einen S-Rang gekriegt. Aber wie gesagt, wir wollen es hier nicht auf den Rang oder so gehen, sondern einfach nur gemütlich zocken. I've been put for weeks. I'm not a house cat. Carol, there have been attacks all over. I needed you to watch the house. Sheesh, I'm not your watchdog either. Watchdog? Oh, please. You go out, like, all the time. What, like you don't? Besides, what did you expect me to do? Hey, Mr. 400-ton robot, you'd better not crash into our house at Mach 5 or me and my motorcycle will really show you what's what. That's not the... Ugh. Just... Never mind. I don't want to fight about this. Hey, come on. Don't be like that. We can fix this. No sweat. I know. It's just... These attacks are really getting out of control. I'm running myself ragged chasing after them all. Pshaw! Those things don't stand a chance against world-saving pros like us. Yeah, I guess. But this'll take weeks to fix. Months, even. Hmm. Well, why don't we just stay at Mila's for now? She runs a lab, not a bed and breakfast. But still, maybe she'd know what to do. Oh, nicht gut. Ah, da haben die beiden aber ein ganz schönes Problem. Lilacs Baumhaus ist komplett zerstört. Kam ein kleiner Streit zwischen den beiden, weil ja Carol ja eigentlich auf das Haus aufpassen soll. Aber gut, Carol hat recht. So ein Roboter mit so viel Tonnen, ne? Sollte man sich nicht anlegen. Außer, naja, später wird das wohl der Fall sein, wahrscheinlich. Ja, natürlich geht es dann in der nächsten Folge weiter. Dann quatschen wir mal mit Mila, weil die beiden brauchen ja einen Platz, wo sie für eine Weile bleiben können. Ja. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst es mich doch mit einem Daumen nach oben wissen. Den Channel abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, sowie die Glocke aktivieren, um benachrichtigt zu werden, dass eine neue Folge Freedom Planet 2 oder von anderen meiner tollen Projekte am Start sind. Und dann würde ich nochmal euch sagen, schaut auf jeden Fall bei meinem Kanal vorbei, da findet ihr noch weitere Videos, also es ist für jeden was dabei, unter anderem auch sehr viel abwechslungsreiche Projekte. Wenn ihr mal Bock auf einen Farm-Sim habt, dann schaut bei Stardew Valley vorbei. Wenn ihr Bock auf einen Shooter habt, schaut bei meinem Destiny 2 Let's Play vorbei oder Mario Maker oder Minecraft oder wie auch immer, was ich da noch sonst alles habe. Oder Unboxing. Hatte ich, glaube ich, schon gesagt, oder? Scheiß Kurzzeitgedächtnis. Naja, dann, Leute. Endcard. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.